Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute soll es darum gehen, Einreisevisum in Deutschland. Was passiert in Deutschland? Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, du hast auch die vorherigen Videos gesehen. Da ging es um die Heirat in Deutschland und im Anschluss das Sprachzertifikat A1 und das Einreisevisum in der Deutschen Botschaft in Havanna. Ich verlinke mal die beiden Videos oben in der Infobox. Dort solltest du auf jeden Fall nochmal reinschauen. Denn heute soll es darum gehen, was passiert danach? Soll heißen, wenn der Partner, die Partnerin aus Kuba in Deutschland ist, worauf ist zu achten? Wo muss man hingehen? Welche Ämter muss man besuchen? Der erste Schritt ist der Gang zum Einwohnermeldeamt. Denn der Partner, die Partnerin, ich sage jetzt zukünftig immer Partnerin, muss natürlich auch entsprechend beim Einwohnermeldeamt angemeldet werden. Dafür allerdings, je nachdem wo ihr wohnt, ist es auch notwendig, dass euer Vermieter, beziehungsweise wenn ihr Eigenheim habt, dann ist das natürlich nicht notwendig, aber wenn ihr in einer Mietwohnung wohnen solltet, dann ist hier auch der Nachweis notwendig, dass der Vermieter sagt, ja okay, die Bestätigung, dass die Person auch in der Wohnung wohnen darf, ist gegeben und daraufhin kann eure Partnerin dann beim Einwohnermeldeamt auch polizeilich angemeldet werden. Mit dieser polizeilichen Anmeldung wiederum gehen und alle die weiteren Schritte los, soll heißen Krankenkasse, da ihr verheiratet seid, zumindest wenn ihr die Schritte so eingehalten habt, wie in den vorherigen Videos beschrieben, dann ist es so, dass ihr die Möglichkeit einer Familienversicherung habt. Zumindest dann, wenn ihr selbst pflichtversichert seid. Die Heiratsurkunde mit dem Meldenachweis schickt ihr dann an eure Krankenkasse. Und dort wird eure Partnerin dann quasi in die Familienversicherung aufgenommen. Als nächstes solltet ihr auch zum Finanzamt gehen, denn auch hier ist es möglich, gegebenenfalls eure Steuerklasse zu wechseln, je nachdem, in welcher Steuerklasse ihr seid. Und gerade jetzt am Anfang ist es ja so, dass, ich sag mal, ihr vielleicht Alleinverdiener seid und eure Partnerin nicht unbedingt direkt an Einkommen gerät. Von daher wäre hier jetzt auch der Wechsel zu Steuerklasse 3 und 5 durchaus überlegenswert. Ja, und sobald ihr diese Schritte eingehalten habt, ist noch ein letzter Gang notwendig, denn der Gang in die Ausländerbehörde. Das Einreisevisum ist ja für 3 Monate gültig, das heißt wiederum, dass eure Partnerin innerhalb von 3 Monaten bei der Ausländerbehörde vorsprechen muss, um dann wiederum einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Wie es dann mit dem Aufenthaltstitel weitergeht, das erkläre ich in einem nächsten Video. Das soll es tatsächlich auch erstmal sein für heute. Ja, also das Thema heute Einreisevisum in Deutschland. Und nochmal kurz zusammengefasst, der erste Schritt, Einwohnermeldeamt, die Meldeadresse melden beziehungsweise einfach mal eine polizeiliche Meldung erhalten. Diesen Nachweis dann an die Krankenkasse schicken und an das Finanzamt. Ja, und als letztes dann der Gang zur Ausländerbehörde. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiterhelfen, welche Schritte notwendig sind im Anschluss der Einreise in Deutschland. Wenn ihr Fragen habt, ja, gerne raus damit. Ich bin immer für euch da, versuche auf alles zu antworten, je nachdem, ob ich es kann oder auch nicht. Ansonsten kommentiert, liked vielleicht auch das Video, ich würde mich super darüber freuen und lasst vielleicht auch ein Abo da. Ansonsten, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.